Willkommen Möchten zurück. Sie Was fordert die die Arbeitsstättenverordnung für Mindmap aus Bildschirme diesem und Video ergänzend zu dem, was hier steht, gratis bekommen? Bildschirmgeräten? Dann klicken Sie auf was den sind die Link Anforderungen in Bezug auf unter Bildschirmgeräte? Video. Und die Antwort lautet, fangen wir an mit den Bildschirmen. Bildschirmgröße und Bildschirmform. Dafür gibt es eine Anforderung, nämlich angepasst an die Tätigkeit. Denken Sie nochmal bitte an den Grundgedanken der Ergonomie, dass die Arbeitsgeräte sich dem Menschen anpassen und nicht der Mensch sich verbiegen muss, sondern quasi die Geräte sich verbiegen müssen. In dem Fall, dass der Bildschirm groß genug ist, dass die Form des Bildschirms so ist, dass man das, was man dort tun muss, auch gut machen kann, dass zum Beispiel die Schriftzeichen nicht zu klein sind. Und damit sind wir schon beim nächsten Gedanken, nämlich Text und Grafikdarstellungen. Was sind die Anforderungen für Text- und Grafikdarstellung? Man kann sich das sehr leicht im Grunde vorstellen. Sie müssen sein scharf. Sie müssen sein groß genug. Und sie müssen sein, na, nehmen wir es hier zusammen, scharf und deutlich. Na, scharf und deutlich lesbar. Das gilt für Text- und Grafikdarstellung, ist ein Gedanke, der auch sehr naheliegend ist. Da kann man sich sehr leicht merken. Dann Kontrast. Für den Kontrast des Bildschirms gilt, der Kontrast muss einfach einstellbar sein. Ja, und zwar vom Beschäftigten. Ja, nehmen wir es ruhig noch mit auf. Vom am Bildschirm Beschäftigten muss der Kontrast einfach einstellbar sein. Und sagen wir noch was zu den Bildschirmgeräten. Zunächst mal, was ist das? Was sind Bildschirmgeräte? Das sind Monitore und Flachbildschirme. Das fasst man zusammen als Bildschirmgeräte. Und hier geht es vor allem um eine niedrige elektromagnetische Strahlung. Ja, das ist hier die Forderung, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Wir haben also einmal wieder den Gedanken der Ergonomie, ja, für die Bildschirmgröße und Bildschirmform, für die Text- und Grafikdarstellung. All das muss sich dem Menschen und seinen Augen, den Kapazitäten seiner Augen, den Fähigkeiten seiner Augen anpassen. Ja, Kontrast, genauso. Und dann haben wir hier den Gedanken der Gesundheitsgefährdung, die vermieden werden muss. Ja, also im Wesentlichen zwei Gedanken, nehmen wir es auf. Das ist Ergonomie. Hier haben wir ebenfalls Ergonomie als leitenden Grundgedanken. Beim Kontrast genauso Ergonomie. Der am Bildschirm Beschäftigte muss den Kontrast regulieren können und nicht etwa seine Augen müssen sich in irgendeiner Weise anpassen. Er muss das einfach regulieren können. Und bei Bildschirmgeräten haben wir die Vermeidung der Gesundheitsgefährdung. Also zwei Grundgedanken im Prinzip. Einmal Ergonomie für diese drei Aspekte hier und das Vermeiden der Gesundheitsgefährdung für die Bildschirmgeräte, das heißt für Monitore und Flachbildschirme. Das war schon zu diesem Thema. Das ist das, was man substanziell sagen kann, wenn man gefragt wird, sagen Sie mal, welche Anforderungen hat denn die Arbeitsstättenverordnung für Bildschirme oder Bildschirmgeräte? Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen?
dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.